Oh, mein Jung. Vorsicht, ich muss bremsen. Hallo Mama, hallo Papa. Ja, da bin ich. Ja. Ja, siehst du? Huch, das wackelt ja ganz schön. Oh, wie wär's mal wirklich mit hinsetzen und sitzen bleiben und nicht durch den Bus rennen und sich dabei des Lebens freuen? Och Mensch, Junge. Was? Ja, einfach mal zu Mama und Papa gehen. Herr Busfahrer, ich bin aber ein Kind, was sich gerne bewegt. Ich habe Bewegungsdrang. Ich muss mich bewegen. Und dort sitzen bleiben. Im Auto tun sie auch nicht rum, oder? Sitzen auf dem Kindersitz. Ja. Im Auto sitzt sie auf dem Kindersitz, der Busfahrer. Oh, echt jetzt? Los, setz dich hin. Mama, Papa, der Busfahrer hat gesagt, ich muss mich jetzt setzen. Dann komme ich mal zu euch. Mann. Stopp. Dieses Video könnt ihr jetzt tatsächlich mal Mama, Papa zeigen, wenn ihr zum Beispiel eine kleinere Geschwister habt und ihr wisst, dass euer Bruder oder eure Schwester mit 4 Jahren, 5 Jahren der Meinung ist, durch den Bus zu laufen, während der Bus fährt. Nein! Liebe Eltern, bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass die Kleinen nicht während der Fahrt durch den gesamten Bus laufen. Weil die 4- bis 5-Jährigen, ja klar, haben die einen Bewegungsdrang. Die wollen laufen, die wollen alles erkunden, alles entdecken. Aber im Auto gilt ja Anschnallpflicht für Kinder mit Sitzerhöhung. Im Bus ist das ja überhaupt nicht der Fall. Und wenn die Kinder hier mitten durch diesen Gang laufen und der Busfahrer tatsächlich just im Moment eine Gefahrenbremsung vollziehen muss, dann liegt das Kind hier vorne wirklich mit großes Aua. Und wir haben dann den Druck von euch als Elternteil, warum wir denn so stark bremsen müssten, weil ihr vielleicht gerade die Fürsorgepflicht verletzt habt. Liebe Eltern, ich appelliere wirklich an den normalen Menschenverstand. Wenn ihr mit euren kleineren Kindern im Bus unterwegs seid und auch wenn die rumlaufen wollen, versucht doch bitte so lange die Kinder bei euch so festzuhalten, wie es eigentlich nur geht. Weil alles andere, das ist wirklich schon fast grob fahrlässig und kann auch wirklich zu Schmerzen führen für beide Seiten. Also das ist nicht in Ordnung. Und jetzt rennt Marc ganz langsam mit seinem Putzwagen an mir vorbei. Hört ihr das? Jetzt kannst du ruhig schneller gehen, es ist egal. Alles gut. Kann ich eh schneiden. Obwohl, das kann ich als Outtake reinpacken, das ist immer gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, liebe Eltern, wirklich achtet darauf, dass das kleine Kind, dass euer kleiner Fratz, ja, da nicht durch die Gegend läuft, während der Bus fährt, weil das ist nicht schön, das ist nicht in Ordnung, weil im Auto sitzt das Kind ja auch auf einem Kindersitz oder auf einer Sitzerhöhung. Und auch ein Bus kann 80 km/h fahren und bei 80 km/h ein laufendes Kind. Ich persönlich kriege da immer Plack. Ich versuche dann so schnell wie möglich anzuhalten und dann auch tatsächlich die Eltern der Rechenschaft zu ziehen und sagen, hier Leute, bitte, das ist nicht in Ordnung, bitte auf den Platz nehmen, aber im freundlichen, bestimmten Ton. Deswegen appelliere ich an euch als Elternteil. Ich bin selbst Vater und ich schneide meine Kinder immer an und auch immer auf einer Sitzerhöhung oder auch im Kindersitz. Einfach der Sicherheit wegen der Kinder. Und daddelt da nicht mit dem Smartphone hinten rum und lasst das Kind laufen. Das macht man nicht, das ist nicht in Ordnung. Also bitte, liebe Eltern, sorgt dafür, dass das Kind am besten bei euch auf dem Schoß bleibt oder auf dem Sitzplatz bleibt. Aber nicht laufen lassen während der Fahrt. Geht gar nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video auch wieder gefallen und lasst mir den Like da, kommentiert, wie sind eure Erfahrungen als Elternteil vielleicht, lasst ihr das Kind laufen im Bus oder nicht, oh Gott, das wäre ja grausam, ich glaube, die würde euch gar nicht outen, aber alles andere, also seht ihr das auch selbst oft oder seid ihr da nicht meiner Meinung oder seid ihr anderer Meinung, immer her mit euren Kommentaren, ich lese, ich beantworte, wenn ich die Zeit dazu finde, alles gut, alles safe, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Busfahrer. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Oh, nochmal am Anfang. Wie weit kann ich denn gehen?
Mhm.